Schade. Ein Tor habe ich reingehauen. Ich habe auch ein Tor. Heute sind wir zu Gast im Volksparkstadion in Hamburg, liebe Zuschauer. Wolf Fuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorentribüne Platz genommen. Wir sind bereit und ich bin sicher, Sie daheim sind es auch. Hamburger SV gegen Eintracht Frankfurt. Spannende Geschichte. Diese beiden im direkten Duell, Wolf. Da freuen wir uns drauf. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Stark gemacht, das könnte was werden. Fällt das Tor doch noch? Tor. War ein bisschen schnell. Was war denn los, Toto? Jetzt der Ballverlust. Es war ein bisschen schnell vom Tor, deswegen ist ein Torwart dran gekommen. Jetzt haben sie den Ball wieder. Und so sieht die Startformation des Hamburger. Ach Mann, nee, der ist wieder wie so eine Klette. Bei Ihnen wird heute sicher viel über die Außen gehen. Das bietet sich beim 4-3-3 an, vor allem wenn die Außenstürmer wirklich. Jetzt der Schuss! Den Ball hält er gut. Ecke kommt. Ja, Sie können erstmal klären. Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. Rick van Drongelen. Da oben der Dani, da kommt. Ja, das war zu schlecht. Das war wirklich nicht. Ballverlust. Ich glaube, er könnte diese Partie wirklich an sich reißen. Ja. Ein ganz toller Spieler und vielleicht auch einer der schnellsten der Welt. Bedeutet für die gegnerische. Schussversuch! Unglaublich! Was für eine Parade! Den habe ich schon gesehen. Das ist besser geworden. Dieser sensationelle Reflex. Ecke kommt rein. Kopfball aber nicht drin. Gut vom Torwart. Gute Ballannahme, obwohl sie da natürlich an den Rand sind. Okay. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Kostic! Den hält er völlig ohne Probleme. Jetzt kommt die Ecke. Nein, er kann diese Chance nicht nutzen. Ah, den Kopfball hat er nie richtig unter Kontrolle bekommen. Er wird doch einiges und er wird sich ärgern. Leibold. Papadopoulos. Da verlieren sie den Ball. Rebic. Gut davor. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Das gibt es doch nicht. Der HSV fast mit dem Rückstand, aber die Fans sind da. Sie spüren etwas, sie spüren etwas. Das könnte die Gelegenheit geben. Die Riesenchance. Oh, das war eine gute Möglichkeit. Aber sie holen sich den Ball doch noch. Jede Menge Platz auf dem Flügel. Da ist der Ball dann doch weg, da müssen sie mehr draus machen. Khaled Nari. Was? Es gibt Freistoß. Warum? Weil du mir von hinten in die Beine gegangen bist. Sie wollen keine Zeit verlieren, der Freistoß ist schon ausgeführt. Hinterseher. Das könnte was werden. Rebic! Er das pariert, ist aber der Ball bleibt im Spiel. Jetzt der Ballverlust. Bin ich mitgemacht. Ante Rebic. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Hinterseher. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Khaled Nari. Sie kommen über den Flügel. Hereingabe in die Mitte. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Das könnte die Chance werden. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Klasse Pass. Aus dem Schuss wird nichts. Er geht weit drüber.
Panik. Duziak. Hinterseher. Da muss er flanken. Jeremy Duziak. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Kein Problem für den Torhüter. Ja, jede Menge Druck jetzt. Geht's auf Fernandes. Frankfurt hat einen bemerkenswerten Aufstieg hinter sich, aber jetzt kommt eigentlich noch die entscheidende Phase. Jetzt muss man Konstanz reinbringen. Und daran sind ja schon viele gescheitert. Das wird nicht leicht für die Eintracht. Man darf sich nicht von den ersten Lichtblicken blenden lassen. Mijat Gacinovic. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau richtig so, das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Kostic. Er gibt Abseits. Abseits. Ja, ja. Kalednari. Duziak. Gutes Tackling, gute Zweikampfführung. Dani da Costa. Das macht er gut. Ganz wichtig, da muss er hin. Leibold. Macht er gut. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Na, Toto, was ist los? Moritz. Kann ja, er was draus machen? Reingeschlagen, sieht mich ja noch nicht. Was macht er draus? Sieht gefährlich aus. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. Die Tür auf, du Bitch. Chor. Dani da Costa. Oh. Da ist die keine Tore zur Pause für beide Teams, vor allem offensiv. Ach, auf X. Da oben. Ja, schnell weg, ey. Feuer, große Flamme. Mine. Schüsse aufs Tor. Nicht mehr malen, das wird alles voll klärt mit Glitzer und Fußsticker. So, jetzt gehen wir rein in Durchgang 2. Okay. Anstoß hat Eintracht Frankfurt. Ja. Mijat Gacinovic. Auf die Plätze fertig Kostic. Los. Rebic. Dani da Costa. Auf die Plätze, liebe dich. Mijat Gacinovic. Ja. Ballverlust. Ach, fick. Doch die ausgeglichenes Bild beim Ballbesitz. Ich muss schon sagen, es ist bisher ein 0:0 der unterhaltsameren Art. Das Spiel macht Spaß, es fehlen die Tore. Ach, die kommen auch noch. Kittel. Den Ball kann er abfangen. Mina, wir hier gut, den Ball erobert, hat diesen mach weiter, Mina. Wird's jetzt gefährlich? Da hat er klasse gearbeitet. Den hat er wohl nicht richtig getroffen. Ja, das ich wollte den Ball auch nicht mehr. Er spielt bisher unter seinen Möglichkeiten. Buschi, was sagst du? Also Wolf, noch ist das zu wenig für einen Spieler seiner Klasse. Sehr, sehr eigenartig zurückhaltend. Er muss das Spiel jetzt stärker an sich reißen. Ein Unentschieden kann nicht genügen. Mit viel was war denn das? Boah, nicht. Jetzt wird's gefährlich. Das ist jetzt seine Chance. Der muss da drin sein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Oh Mann. Das könnte eine Gelegenheit werden. Na, das muss schießt er denn hin? Frühes Stören jetzt. Nix, Emmy. Verstehst du eh nicht. Duziak. Den Zweikampf verliert er. Und gibt's jetzt die Führung. Der Lupfer war nicht gut genug. Ich wollte eigentlich eine andere Taste drücken. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Ja.
Da verlieren sie den Ball. Was? Das mitgemacht. Sie verlieren den Ball. Drück mal ja, Sinn. Die Fernbedienung hattest du, oder? Ja. Wo ist das Ja? Da, wo du immer drückst, wenn du die Werbung wegmachst. Hinterseher. Hab's geschafft. Gefährlich. Jetzt vielleicht die Flanke. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Duziak. Gute Aktion. Da passt auf. Kostic. Mijat Gacinovic. Gelson Fernandes. Dani da Costa. Ach, halt doch die Kugel weg. Esse. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Da kommt die Hereingabe. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Wolltest du den selber reinmachen? Was wollte ich? Wolltest du den selber reinmachen? Nö. Jetzt haben sie den Ball wieder. Moritz. Vorne jetzt die Balleroberung. Klasse Pass. Nein, darf ich nicht. Nein! Diese riesige Chance. Muss der Treffer sein, weiß er selbst. Das war schon. Ja, Pfosten, dann noch mal Pfosten, Oliver. Keiner. Konzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Nee, den Ball nicht. Ich habe falsche Taste gedrückt. Diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Oh. Gute Chance jetzt. Sie bekommen die Ecke. Oh, jetzt kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Ach, die Plätze, fertig, so. Das war wieder ein exzellentes Zuspiel. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Oh Mann. Dani da Costa. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Oh! Oh, das sieht nicht gut aus, könnte gelb geben. Da haut er mehr als ordentlich dazwischen. Klares Foul mit gelb. Dunkelgelb kann man sogar sagen. Andere ja, Schiedsrichter schicken ihn vielleicht sogar runter. So, gleich kommt der Ball rein und vielleicht nutzen sie das noch zur Führung. Sie sind heiß auf den Sieg. Hier hätte es mit der Führung klappen können. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das war faul, da muss er Freistoß geben. Ja, nice. So, Buschi, wir blicken an die Seitenlinie beim HSV und wird es einen Wechsel geben. Aber Hand kommt rein und der kann offensiv immer wieder neue Akzente setzen. Klasse Aktion, Ball ist weg. Da wäre Platz für den Konter. Moritz. Super dieses Zuspiel. Da schickt er den Mitspieler. Das ist noch gefährlich. Mann! Rebic. Was macht er draus? Da erobert er den Ball. Auf die Plätze, fertig, los. Hier wurde auf Vorteil entschieden. Sehr gute Entscheidung. Jetzt der Ballverlust. Ja, der nächste tolle Pass. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. So, die Chance jetzt. Ich weiß nicht, ob das Nervensache ist. Mann, der muss doch mal reingehen da, oder? Ja, kann ich mir vorstellen, dass das die Nerven waren. Die stehen ja ordentlich unter Druck. Hier kommt die Nachspielzeit. 2 Minuten gibt's. Rebic. Alter, jetzt die Scheiße weg, Mann. Ist mein Ball. Martin Harnik. Das könnte vielleicht was werden. Die Möglichkeit zu flanken. Gut verteidigt. Die erreicht.
Das war's. Ah. Das passt. Der Teams waren wirklich ausgeglichen. Alter. Heute das erste Duell und immerhin einen Punkt holen können. Zwischenzeitlich war. Ja, Tono, was sagst du? Ja. Das war ein nice Spiel.